Liebe Studierende, ich darf Sie zum Webinar begrüßen, in dem wir so ein bisschen unsere ersten Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten und natürlich Ihre Fragen auch aufgreifen. Wie versprochen habe ich die wichtigsten Details mal aufgezeichnet, damit nichts verloren geht und auch Ihre Fragen aufgenommen, die wir da eigentlich letzte Woche gesammelt haben oder die Sie im Nachgang nochmal per E-Mail geschrieben haben. Worum geht's? Die meisten Fragen gingen so ein bisschen, wie gehe ich mit wissenschaftlicher Literatur um? Ich habe hier auch so eine kleine Word-Datei vorbereitet, in die ich mal so die wesentlichen, wichtigsten Punkte reinkopiert habe. Ich schiebe das mal erstmal hoch, damit wir so ein bisschen an den wesentlichen Parts jetzt arbeiten können. Denn im Kern steht bei fast allen Fragen die Hauptaufgabe, wie gehe ich mit Literatur richtig um? Deswegen dachte ich mir, ich mache es am besten in so einer kleinen Word-Datei vor, damit man alles sehen kann. Und hier würde ich mal ein kleines bisschen Seitenumbruch einfügen, damit wir da ein bisschen Platz haben. Und auf der nächsten Seite geht es jetzt hier los. Also, Sie haben ja eine Formatvorlage, das heißt, Sie schreiben niemals so, wie ich es jetzt machen würde, in die leere Word-Datei hinein. Aber dann geht es meistens darum, ich habe jetzt hier Text sozusagen und viele Informationen in die Arbeit reingepackt. Später wird es mehr, nachdem Sie dann den ersten TDR zum wissenschaftlichen Arbeiten überstanden haben. Auf jeden Fall ist da dann sozusagen ganz, ganz viel Text auf Ihrer Seite. Und dann gibt es im Prinzip bei der Literaturarbeit ja zwei wichtige Punkte. Zum einen, ich habe jetzt hier im Text und vielen Informationen im Prinzip auf einen Autor und auf eine Quelle verwiesen. Zum Beispiel gäbe es den Müller und Meyer 2018 behaupten, dass BWL ein wichtiges Fach ist. Ja, das ist eine Behauptung, die die aufstellen. Sie sehen jetzt hier, dass ich ein indirektes Zitat mache. Denn es gibt ja keine Anführungsstriche und keine direkte Rede in diesem indirekten Zitat, sondern ich fasse deren Position, die die vielleicht auf einer halben oder zwei Seiten gar ausgebreitet haben, die fasse ich in meinen eigenen Worten zusammen. Und einer der wichtigsten Kerne wäre dann eben hier, dass ich dann auch nicht nur sage, naja, die beiden gibt es sozusagen, sondern dass ich dann am Ende auch eine Fußnote einfüge. Und dazu verwendet man dann in der Regel eben die Automatikfunktion, wenn wir Word haben, als Fußnote einfügen. Und dann sehen Sie, dass ich jetzt gesprungen bin, nicht ich, sondern das Word hat hier eine kleine Zahl angefügt, eine hochgestellte, bitte nicht umformatieren. Und unten in der Fußnote sehen Sie auch hier eine hochgestellte kleine Zahl, die kleiner als der eigentliche Text wäre. Und dann muss dorthin Vergleiche, denn es ist ein indirektes Zitat und ich müsste schreiben Müller und Meyer 2018. Seite, ich erfinde jetzt schnell eine, 234 Punkt. Das ist die Minimalvariante, wie die Fußnote aussehen muss. Das ist der typische Fall, den Sie zitieren werden, denn ich gehe davon aus, gerade so in der ersten Zeit Ihres Studiums, da kümmern Sie sich ganz wesentlich doch um Grundlagenwerke. Das heißt, das sind dann Lehrbücher, die Sie im Studium empfohlen bekommen haben oder die letzten Endes vielleicht irgendwo auch mal in einem Skript drin standen. Oder wenn Sie ein Lehrbuch in der Hand hatten, die hinten drin in den Literaturverweisen standen, in diesem Lehrbuch, weil das eine verweist ja in der Regel auf das andere. Da werden wir uns später noch ein bisschen genauer darüber unterhalten, wie denn gute und schlechte Literatur so ein bisschen zu unterscheiden ist, worauf es so ankommt, wie wir da so ein bisschen auch selektieren können. Und in Ihrer ersten Arbeit geht es ja auch darum, in wissenschaftlichen Arbeiten dann zu schauen, was ist denn überhaupt eine valide, eine vernünftige wissenschaftliche Quelle. Und dann auch zu erkennen, dass eine Forschungsquelle schon sehr weit fortgeschritten ist, ein Lehrbuch die Dinge differenziert, also aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und dass es Praktika-Handbücher geben mag, die auch sehr, sehr gut sind, so vor allem eben aus praktischer Perspektive, aber die sehr schnell nach Lösungen suchen müssen und deswegen nicht auf die Schnelle irgendwie die Zeit dazu haben, verschiedene Positionen oder Gedanken gegeneinander zu vergleichen und dann vielleicht den bestmöglichen zu wählen, sondern eher pragmatisch eine Lösung anbieten wollen. Aber das wäre jetzt quasi das, was im Text passieren muss. Um es nochmal zusammenzufassen, wir hatten Müller und Meyer. Hier oben habe ich es natürlich im Text so geschrieben, wie man einen Text schreibt. Unten ist man ein bisschen flexibler. Sie dürfen selbstverständlich auch dort im Allgemeinen und schreiben. Oder Sie dürften unten genauso gut ein kaufmännisches und verwenden. Das ginge auch. Wichtig wäre aber, dass Sie das dann einheitlich machen. Das heißt, die Fußnote darf nicht mal so aussehen. Also wenn einmal das kaufmännische und verwendet wird, dann gibt es immer das kaufmännische und. Das wäre mir sehr wichtig. Dasselbe ist mit Vornamen. Sie dürfen mit Vornamen arbeiten, ich würde dann aber gekürzte verwenden und dann steht da vielleicht Müller S., weil er Siegfried mit Vornamen heißt und bei Meyer dann wieder ein entsprechender Komma und Punkt am Ende vom Namen und dann wäre das eigentlich so auch passend. Und dann kann es eine dritte Variante geben, nämlich dass es mehr als zwei Autoren gibt, wenn Sie jetzt so an ein Fachbuch denken und dann steht da typischerweise et al., das wäre die lateinische Abkürzung für und andere.
Ja, und damit hier vorsichtig sein mit dem Punkt hinter dem All, denn das ist eine Abkürzung. Das et ist aber nur das lateinische und da kommt kein Abkürzungspünktchen hinten dran. Angenommen, wir haben das jetzt so. Ich gehe nochmal 3 Schritte zurück, denn wir müssen ja im Prinzip jetzt das wieder so zurückstellen, dass es mit dem Text oben passt. Dann haben wir den Müller und den Meier. Und das wäre jetzt das, was in der Fußnote passiert im Fließtext. Und deswegen würde ich jetzt hier oben mal einen Seitenumbruch nochmal einfügen und eins weitergehen und sagen, so, jetzt sind wir hinten in Ihrer Arbeit angekommen. Da steht dann Literatur. Ja, und dann würden wir da anfangen aufzulisten. Ganz am Anfang haben wir bei dem ersten wissenschaftlichen Arbeiten TDR so ein bisschen andere Reihenfolge, aber danach und für die restlichen TDRs und bis ans Ende Ihres Studiums gilt dann, die Autoren im Literaturverzeichnis aufführen nach ihren Nachnamen. Das heißt, wenn ich jetzt an Müller, nehmen wir den mal Siegfried, und Meier, nehmen wir den mal Paul, 2018, ja, wenn ich die jetzt da aufführen würde, dann wären die Platz 2, falls es in ihren Literaturquellen auch noch einen Herrn Adam geben würde. Dann müsste man das so aufführen. Das ist, glaube ich, in der Formatvorlage sowieso fett. Und dann hätten wir da mal so ein bisschen von der Reihenfolge her das mal abgeklärt. Hier fehlt noch was, denn ich habe noch nicht genau das Buch jetzt benannt, in dem es stand. Aber das wäre so die zweiteilige Struktur einer jeden Literaturarbeit, die Sie machen müssten. Und ich würde Sie auch bitten, sich anzugewöhnen, wann immer Sie oben im Text was bringen, dann springen Sie schnell ans Ende und tippen da die Fußnote rein, beziehungsweise den echten Quellverweis, den Komplettverweis könnte man es hinten auch nennen. Denn wenn Sie am Ende der Arbeit anfangen, jede Fußnote durchzugehen, wenn Sie sie geschrieben haben, dann werden Sie wahnsinnig, vor allem bei der Bachelor-Thesis, denn da wollen wir ja mindestens 30 Quellen drin haben, damit die verschiedenen Punkte, die Sie beschreiben, auch hinreichend gut mit Literatur unterlegt sind, damit die verschiedenen Argumente, die Sie aufbringen, auch aus verschiedenen Perspektiven durchleuchtet und aufbereitet werden. Deswegen wäre das sehr wichtig, dass Sie da mengenmäßig viel Literatur bringen und vor allem gescheite. Da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Aber wenn wir das jetzt mal so in Angriff nehmen, dann hätten wir das jetzt so als erste wichtige Information. Wie gehe ich vor? Wie setze ich Fußnoten? Sie erinnern sich, da gab es so einen Button bei Referenzen, Verzeihung, Fußnote einfügen. Und die werden ja automatisch durchnummeriert, so kann es ja komfortabler kaum sein. Man darf halt nur nicht dann hier mit den Schriftgrößen und sowas dann hin und her anfangen zu formatieren. Und Sie sehen auch, bei der Fußnote brauchen Sie jetzt nicht das Buch angeben da unten in der Fußnotenzeile, das wäre jetzt egal, vor dem Hintergrund. Und jetzt nochmal, um das komplett zu machen, da würde ja jetzt bei Müller und Meier dann drinstehen, Grundzüge der BWL, wenn das Buch so heißen würde. Dann brauchen wir mindestens noch den Verlag, bei dem es entstanden ist, vor allem aber die Auflage, wenn es eine zweite, dritte, vierte, fünfte Auflage wäre. Ja, und da würde man jetzt sagen, vielleicht zweite Auflage, kann man ausschreiben. Muss man nicht, darf man abkürzen. Und dann würde man jetzt irgendwie Springer, Gabler, und ich glaube, die sitzen in Heidelberg. Gucken Sie zur Sicherheit nochmal nach in den Formatvorlagen, die wir haben, und im Skript, dass ich da nicht die falsche Reihenfolge jetzt gewählt habe, aber zur Sicherheit müsste das eigentlich passen. Und das wäre es eigentlich schon fast, wenn es jetzt um ein Buch geht. Grundzüge der BWL, der Titel ist genannt, die Auflage, damit man nachsehen kann, entweder über die Jahreszahl oder über die Auflage, die vorne auf dem Buch draufsteht, um welches der Bücher handelt es sich. Denn wenn es jetzt eine erste und eine 17. Auflage gibt, dann hat sich das bestimmt weiterentwickelt. Und dann finden wir dann später entsprechend hier noch die genauen Verweise, bei welchem Verlag das erschienen ist. Ganz anders würde es bei wissenschaftlichen Artikeln aussehen. Aber auch die werden hier in die Chronologie, wenn ich das so sagen darf, bei den Autoren eingefügt. Also wenn wir jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Artikel hätten, dann wird auch da die Reihenfolge stimmig bleiben nach dem Nachnamen und dann käme hier im Prinzip dann als nächstes dann entsprechender genauer Verweis. Auch das erkläre ich gleich nochmal genauer. Wichtig wäre es, aber hier steht quasi die wissenschaftliche Literatur und dann gibt es vielleicht weitere Literatur, wenn es nur Bücher sind. Ich finde es immer flexibler, wenn Sie hinschreiben, weitere Referenzen oder weitere Quellen, weil dann können Sie den Rest mischen, Internetquellen und so weiter und dann käme alles andere, was Sie jetzt sozusagen machen würden. Ja, wenn ich da vielleicht gleich mal bei der Internetquelle stehen bleiben darf, dann würde ich jetzt hier, weil das war eine der Fragen, die Sie gesendet haben, kurz nochmal darauf eingehen, dass hier muss dann der Komplettlink hin und da schon eine Formatvorlage, ich glaube in der alten und in der neuen ein kleines bisschen abweichend, auch wichtig da wieder an eine halten und die befolgen und dann durchgehend. Wichtig wäre der Komplettlink, so wie an der Kopfzeile von der Homepage steht. Ich mache das hier mal schnell, ich kopiere das mal schnell aus Amazon raus, obwohl das natürlich jetzt kein Link ist für eine Internetquelle.
Und jetzt würde ich da halt einfach einfügen Amazon. Ne? Dann, wenn ich eins weitergehe, dann mache ich da Stand oder abgerufen an. Das ist noch viel besser. Ja, dann kommt das Datum. Ja, nicht Datum tippen, sondern natürlich das echte Hinschreiben. Und dann müsste natürlich noch der Verweis, um was es jetzt hier geht, damit sich der Leser da durchfuchsen kann. Ja, das wäre quasi, da muss der Volllink hin. Wenn ich jetzt aber im Text sowas machen würde und ich wäre hier unten in der Fußzeile, hätte die zweite Fußnote, dann würde da vielleicht nur stehen amazon.de und dann abgerufen am, so Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Da würde quasi nach der Fußnote das dann so rumkommen. Brauchen wir jetzt hier aber nicht. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach oben und gucken uns das nochmal an. Also wichtig wäre die Fußnoten, die sich automatisch durchnummerieren. Und da die Fußnoten ja eine Nummernreihenfolge haben, brauchen Sie hier hinten nicht mehr über eine Reihenfolge des Textes nachzudenken. Also es gibt manchmal auch das Missverständnis, dass man hingeht und sagt, so in der Reihenfolge, wie es im Text kam, kopiere ich es hinten rein und dann sind natürlich die Nachnamen durcheinander. Bitte hier im ABC bleiben. Und das gilt auch für Abkürzungsverzeichnisse vorne in der Arbeit. Machen Sie sie zur Sicherheit immer rein, dann haben Sie es schon mal quasi trainiert. Und insbesondere, da wir die Arbeiten ja auch elektronisch lesen und nicht alle ausdrucken, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie irgendwie der Umwelt schaden, weil da ganz viel Papier durch unnötig halb gefüllte Seiten verloren geht. Das wäre jetzt mal so einer der wichtigsten Parts. Vielleicht noch hier, denn das meiste, was Sie eben zitieren werden, werden bestimmt Bücherquellen sein. Dann gehen wir mal ganz hoch, gucken uns das an. Das, was ich jetzt hier abgebildet habe, ist ein Buch, was als Einzelautor geschrieben worden ist. Da habe ich jetzt einfach mal auf Amazon gegoogelt, weil ich das kenne. Da gibt es den Marco Wölfle und der ist als einzelner Autor auf dem Buch drauf. Da gibt es eine Auflage, es steht auch drauf. Und wenn Sie das Buch aufklappen, wenn Sie es echt in der Hand haben, stehen da solche Sachen auch drin. Sie finden aber solche Infos auch immer irgendwo online im Internet, wenn Sie nach einem Buch suchen. Und das gilt nicht nur bei einem Autor, sondern auch beim großen Klassiker des Projektmanagements, wenn Sie das jetzt hier mal einfach so als Leitfaden Projektmanagement nehmen. Parzak und Rathay sind überhaupt, vielleicht schon als Tipp für den nächsten TDR, es ist übrigens der TDR, nicht die TDR, da das einfach aufgreifen und den irgendwie unbedingt bei Projektmanagement mitzitieren. Den und die Frau Peipe, wenn Sie das noch kurz wissen wollen, die Frau Peipe ist auch eine der großen Größen, wenn ich das so sagen darf, im Bereich Projektmanagement hier. Obwohl der Titel überhaupt nicht akademisch anmutet, ist das eines von den Büchern, wo man sagen muss, jawohl, das klingt zwar ein bisschen unakademisch, sieht aber gut aus und hat eine gewisse Qualität und arbeitet sehr, sehr gut, sehr stringent das, was Sie so kennen, das Projektphasenschema ab. Ja, das wäre sehr gut, wenn Sie da mal einen Blick reinwerfen würden, wenn Sie TDR-Projektmanagement bearbeiten. Der einzige Unterschied zwischen diesem Buch von der Frau Peipe und dem anderen und dem Parzak Rathay ist, dass einfach mehr Autoren genannt werden hier. Ja. Wenn jetzt aber Sie sowas hier nehmen, ja, das Kompendium BWL, das kann ich jetzt leider nicht aufklappen, aber bei diesem Buch ist es anders. Wenn man genau drauf gucken würde, stimmt das nicht, was online steht. Das heißt, Sie müssen das immer mit dem echten Buch auch verifizieren, denn dieses Buch hat keinen Autor, den Professor Rehkugler, sondern dieses Buch ist ein Herausgeberwerk. Der Herr Professor Rehkugler hat im Prinzip zu jedem Themenbereich der BWL fürs VWA-Kompendium Autoren angesprochen, die das regelmäßig jetzt hier in Freiburg machen. Und bei den Leuten, die das regelmäßig machen, hat er dann gesagt, schreib mir 30 Seiten Produktionstheorie und 15 Seiten Orga und vielleicht 30 Seiten Unternehmensführung. Und die nutzt er dann letzten Endes, um nochmal abzugleichen, ob es Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Kapiteln gibt. Und das ist eben genau der Job eines Herausgebers. Bei ihm würden Sie dann online die Formatvorlage Herausgeber nehmen. Und dann ist halt die Frage, ob Sie das ganze Buch zitieren wollen. Es hat 700 Seiten. Oder ob Sie sagen, eigentlich meine ich nur einen Artikel in dem Buch. Aber egal, wie Sie es drehen und wenden, Sie würden beim Buch insgesamt, genauso wie bei den anderen Büchern vorgehen, wenn Sie das Buch insgesamt meinen, gibt es hier im Literaturverzeichnis keine Seitenangabe. Aber wenn jetzt hier stehen würde Rank Olaf, ja, der da mitgeschrieben hat, 2016, dann würden Sie dessen Artikel, ich glaube Organisationstheorie, und dann käme Ihnen VWA-Kompendium Rehkugler, so wie es in der Formatvorlage steht. Ja, also Sie würden quasi dessen Artikel benennen in und dann muss hinten ganz am Ende dann auch wieder eine Seitenzahl sozusagen dran gepackt werden. Ja, also auch hier bitte gerade aus meinem Skript rauskopieren die Formatvorlage dafür und dann einfach da quasi die Seitenzahlen nutzen. Und dasselbe würde auch gelten für einen wissenschaftlichen Artikel. Ich gucke mal, ob ich jetzt auf die Schnelle im Journal of Finance einen finde. Das Journal of Finance ist so eines der großen Flaggschiffe
der Finanzwirtschaft. Das ist so das, wenn ich so sagen darf, eines der hochkarätigsten überhaupt. Und wenn Sie jetzt das aufmachen, ich gucke mal, ob wir das irgendwie groß kriegen können, dass wir es wenigstens browsen können, dann findet man hier natürlich, nee, kriegen wir nicht groß, aber dann findet man im Prinzip hier die einzelnen Artikel. Und Sie finden in den Artikeln natürlich dann auch die Angaben. Sie sehen hier die Seitenangaben im Journal of Finance und wann es quasi publiziert worden ist. Und Sie finden natürlich im Text natürlich auch gewisse Referenzen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn Sie nach Literatur suchen und Sie haben schon mal eine gute gefunden, dann finden Sie hinten vielleicht noch, wenn es das eine offene Seite ist, ist es jetzt gerade leider natürlich nicht, dann finden Sie hinten in den Referenzenlisten in der Regel dann auch mal einen Hinweis auf weitere. Ich gucke mal, ob das offen ist. Eine weitere Literaturquellenliste. Nee, leider geht jetzt hier nichts, weil das eben ein geschütztes Journal ist. Aber Sie wissen, wir haben ja diesen Online-Zugang, wo Sie sich einloggen können, dass Sie solche Journal-Informationen dann auch runterladen können und wie gesagt hinten die Literaturverzeichnishinweise verwenden. Ich würde jetzt gerade mal rüberspringen und kurz nochmal in die Fragen reingehen, um zu gucken, was habe ich denn jetzt schon bearbeitet. Also beim Bearbeiten sind Fragen entstanden, Schwierigkeiten, direkte Zitate in Fließtexten unterzubringen. Okay, probieren wir das mal. Wenn wir jetzt direkte Zitate unterbringen wollen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Müller nimmt dazu wie folgt Stellung. Ja, und dann ist er so wie in der Schule so ein bisschen, dann geht es los mit Anführungsstrichen unten. Wie folgt schreibt man in der neuen Rechtschreibung, glaube ich, getrennt, kann auch sein. Und dann würde man sehen, okay, da geht dann der Satz los vom Herrn Müller. Die BWL ist das wichtigste Fach in den Wissenschaften. Ja, so, dann hat er mal das Statement mal gesetzt. So würde ich auch bei dem jetzt hier, fehlt noch 2018, dann würde ich jetzt bei ihm hier schon auch sagen, so sollten Sie es lieber dann direkt übernehmen, weil das ist ein sehr starkes Statement und da sollte man den Satz vielleicht auch vom Hauptautor übernehmen. Indirekt, vielleicht so als Grundregel, indirekte Zitate eignen sich immer, wenn Sie an Thesen was anführen wollen, wenn Sie sich mit Thesen auseinandersetzen wollen oder wenn Sie so dreiseitige Beschreibungen vielleicht in drei eigenen Sätzen zusammenfassen wollen. Und wenn aber jetzt jemand einen Satz tut und sagt, Punkt, Punkt, Punkt ist, ja, oder eine Definition abgibt, dann würde ich eher mit diesen hier, mit den direkten Zitaten arbeiten wollen. Und so hätten Sie es natürlich jetzt gemacht, ob Sie das jetzt so formulieren, nimmt dazu wie folgt Stellung oder äußert sich wie folgt oder Punkt, Punkt, Punkt. Also Doppelpunkt- und Anführungsstrichlogik geht. Es geht aber genauso gut, dass Sie sagen, ich habe hier vorne irgendwas stehen. Ja, und dann ergibt sich das im Satz. Dass man dann sagen kann, okay, mit Anführungsstrichen und direkter Rede, dass man dann sagt, damit es in den eigenen Satz hineinpasst, würde ich im Prinzip hier mit eckigen Klammern arbeiten. Da, wo das die steht, steht da eine eckige Klammer. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege auf die Schnelle. Na. Und mit dieser eckigen Klammer und drei Punkten drin kann ich ja dann quasi kenntlich machen, dass ich jetzt hier ein Wort weggelassen habe, was es im Originaltext gibt. Und wenn ich ein anderes brauche, damit es in meinen Redefluss hineinpasst, dann würde ich hier ein anderes einfügen, ja, dass ich sagen würde, die BWL, ja, Müller sagt, die BWL ist das wichtigste Fach in den Wissenschaften. So nach dem Motto könnte man es dann einbinden. Ja, Sie merken, Sie können da so ein bisschen adaptieren. Ich möchte nicht sagen manipulieren, aber adaptieren, damit es bei Ihnen reinpasst in den Fließtext. Und dann hätte man damit so eine Möglichkeit, da die Überleitung zu schaffen. Internetquellenkorrektur im Literaturverzeichnis anzugeben. Da gibt es ja keine Seiten, aber so wie ich es jetzt gemacht habe, Volllink hinten, Abrufdatum und dann eben noch den Titel, worum geht es bei der Internetquelle. Und unten im Fußnoten hat man ja auch gerade gesehen. Dann haben wir bei den anderen Dingen Vorlagen nochmal gucken. Rechtschreibfehler bei Zitaten übernehmen. Sie dürfen Rechtschreibfehler bei Zitaten übernehmen. Ich fände es aber fast besser, wenn Sie sie rausglätten würden. Ja. Dann hat man noch die eingescannte Unterschrift als weitere Frage. Sie dürfen bei den TDRs eine eingescannte verwenden. Das ist ja sonst irgendwie ein Humbug, dass Sie die Arbeit dann nochmal durchdrehen. Bei der Studienarbeit und bei der Bachelor-Thesis ist es wichtig, dass am Ende bei dem gedruckten Exemplar, was bei uns eingeht, dass da echte Unterschriften drauf sind. In der Online-Geschichte, wenn wir es nutzen, um zu bewerten und zu korrigieren, ist es egal. Aber die Version, die bei uns am Ende in den Schrank kommt und die aufbewahrt wird, die braucht man mit echter Unterschrift.
Selbstständigkeitserklärung und solche Dinge gilt natürlich selber dann auch. Wo soll der Autor in einer Online-Quelle genannt werden? Bei einem Link von einer Online-Quelle, da könnten Sie den Autor vorne dranhängen. Wenn es eine echte wissenschaftliche Quelle ist, dann ist wahrscheinlich gar kein echter Autor da. Quatsch, kein Link da, sondern dann gibt es eigentlich einen Druck von dem Ding. Und der Druck ist dann immer das Maßgebliche und so kann man den Autor dann so nennen, wie es jetzt hier bei dem Buch gemacht worden ist. Werden die Buchquellen immer nach den jeweiligen Autoren des Buches und den entsprechenden Anfangsbuchstaben geordnet oder gibt es eine andere Sortierung, wenn es einen benannten Herausgeber gibt? Also wenn das ganze Buch, das ganze Herausgeberwerk als Ganzes gemeint ist, dann den Herausgeber vorne. Und so wie ich es jetzt mit dem Professor Rank unten beschrieben habe, den bitte zuerst, weil es, wenn es um seinen Artikel ganz konkret bei der Organisationstheorie zum Beispiel geht. Ist im Quellenverzeichnis nur das Werk an sich zu nennen oder explizite Seitenzahlen? Nein. Außer bei wissenschaftlichen Artikeln kommt nichts in den, von den Seitenzahlen in die Quellen hinten hinein. Und dann kam ergänzend noch eine weitere Frage, nämlich wegen der Abgabefristen. Vielleicht das nochmal zur Sicherheit beim wissenschaftlichen Arbeiten. Da hatte ich ja gesagt, damit wir im Prinzip das immer gut hinkriegen, Terminplanung immer nicht über mich, ja, sondern Frau Ladon und Herrn Starkloff und Frau Schattauer und Herrn Lebius. Und ich hoffe, dass ich es auf die Schnelle jemand vergessen habe. Doch Herrn Abraham noch. Und Frau Skalske. Und die würden im Prinzip ja immer die Termine von vor Ort letzten Endes am besten im Griff haben. Nicht, dass ich Ihnen was Falsches sage. Nur wenn es dann an die großen Arbeiten rangeht, die TDRs sind ja bewusst so gemacht, dass wir so einen Zeitraum haben, in dem sie die bearbeiten. Und wir müssen uns da immer ein bisschen stringenter in der Zukunft noch dran halten. Das heißt, beliebige Verschiebungen geht nicht. Da müsste man schon sagen, so eine Woche oder sowas, dass es überschaubar bleibt und vor allem früh genug melden. Und dann muss es natürlich auch absehbar sein, dass sie das in der Zeit auch schaffen können. Das liegt daran, dass wir auch eine Gleichbehandlung brauchen. Gerade bei einer Studienarbeit, die hat 3 Monate. Wenn Sie 3 Monate Bearbeitungszeit haben und ich würde sagen, ach kein Problem, machen Sie es doppelt oder dreifache, dann wäre es ja irgendwie unfair für diejenigen, die zeitgerecht abgeben. Wenn jemand anders, der 3-mal so lange schreiben durfte, dann hat er so eine Art Wettbewerbsvorteil, weil er viel Zeit hat, die Dinge zu prüfen und zu durchdenken, viel mehr als jemand anders. Da darf eine Überschreitung der Zeit natürlich auch nur im Rahmen sein. Das heißt aber nicht, dass Sie das nicht steuern können. Denn wenn Sie wissen, dass Sie bei der Arbeit zu viel zu tun haben und Sie wissen, dass Sie in der Zeit nicht rumkommen können, weil Sie den Starttermin auch nach hinten verschieben und damit ja auch die Gliederungsabsprache, damit Sie sich ja eingearbeitet haben. Denn das wäre sehr wichtig später bei Studienarbeit und den größeren Arbeiten. Viel Literatur vorher vorbereitet haben, sich einen guten Überblick verschaffen, dann schreibt sich die Arbeit leichter, glauben Sie mir. Also da wird es dann ganz besonders ernst und lieber später starten und von vornherein wissen, jawohl, ich habe meine 3 Monate, aber sie auch dann nutzen, wenn man die Zeit auch wirklich nutzen kann. Und es gibt viele Gründe, wo bei der Arbeit mal viel zu tun ist oder vielleicht im Privatleben nicht immer alles rund läuft oder einfach Zeitbedarfe da sind, dann rechtzeitig melden und vor die Arbeit angemeldet ist im Prinzip, dann loslegen. Aber jetzt sind wir ja noch in der TDR-Runde und das heißt, wir bearbeiten jetzt nach dem wissenschaftlichen Arbeiten natürlich die verschiedenen Funktionsbereiche der BWL. Da ist in der immer ganz wichtig vor dem Hintergrund Transfer, dass man immer wieder auch aufzeigt, wo sind denn mögliche Einsatzfelder für die genannten theoretischen Elemente, die da vorkommen und man immer wieder abgleicht. Ich habe eine Theorie, da gucke ich mir mehrere Sachen an, ich vergleiche die, schaue, ob die Vor- und Nachteile haben. Dann gucke ich auf der Praxisseite, welches davon ich einsetzen kann. Nicht danach, was ich schon einsetze, ganz falsch, sondern nach dem, was ich nutzen kann und wo es Verbesserungsmöglichkeiten und Potenziale gibt. Das wäre der Königsweg. Und jetzt habe ich viel erzählt sozusagen. Ich hoffe, das hat die Fragen so im Kern getroffen. Und wenn noch Fragen übrig geblieben sind, einfach per E-Mail melden. Dann machen wir entweder telefonisch was aus oder ich versuche es per E-Mail schon zu beantworten. Danke Ihnen jetzt aber noch einmal fürs Angucken und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und viel Erfolg beim weiteren Bearbeiten Ihrer schriftlichen Arbeit.